was da drinnen ist? Nö. Was scheint das denn? Heute steht nichts Besonderes am Programm. Nach dem üppigen Frühstück machen wir nur einen Spaziergang am Napali Beach. Dabei entdecken wir, dass gleich neben unserem Resort eine neue Hotelanlage gebaut wird. Ich spüre mir auch nicht in die Sonne. Gehen wir rüber wieder. Der Versuch, die Krabben am Strand zu filmen, gestaltet sich recht schwierig, da diese bei der kleinsten Erschütterung das Weite suchen oder sich im Sand eingraben. Kinder lassen Drachen steigen. Am Strand finden sich auch einige Galerien und Souvenirshops. Wir schauen uns um, ob wir nicht ein paar Mitbringsel finden. In den Galerien bewundern wir die Werke der jungen burmesischen Künstler. Teilweise sind die Preise für die Bilder aber schon sehr abgehoben. Wir spazieren noch ein wenig am Strand entlang, bevor es Mittag und die Sonne zu heiß wird. Am Abend können wir wieder einen herrlichen Sonnenuntergang genießen. Wie immer lassen wir auch diesen Tag mit einem leckeren Abendessen im Golden Sea ausklingen. Heute wieder gemeinsam mit Birgit und Wilfried. Heute beim Abendessen lernen wir auch Leys älteren Sohn kennen, der sich beklagt hat, nie auf dem Video zu erscheinen. Wie aber auch, wenn er doch nie anwesend war. Er geht nämlich bis nachmittags zur Schule und bleibt danach im Haus der Lehrer, weil Ley und seine Frau die Zeit für ihn nicht haben. Nur jedes zweite Wochenende ist er daheim. Und so haben wir ihn leider immer verpasst. Die Schulkosten belaufen sich übrigens auf 5000 Tschad pro Jahr, also ungefähr 5 Euro. Ich esse es nicht.